Herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play Mario Kart 7 Online. Wie gewohnt, zuerst das Release Date. Bei uns hier der 3. Dezember 2011. Also vor Weihnachten. Hey, du hast 5000 Münzen gesammelt. Ein neues Kartteil ist nun verfügbar. Okay. Dann werden wir das gleich mal ausprobieren. Dazu gehen wir in den Einzelspielermodus. Grand Prix zeige ich nur kurz her. Also 50, 100 habe ich abgeschlossen. 150 bin ich noch nicht gefahren. Ich habe noch keine Charaktere und so weiter freigeschaltet. Dadurch. Tja, und wir nehmen mal unseren Toad hier. Das war die Standardauswahl der ganzen Charaktere, die man vom ersten Startweg an hat. Und wir bekommen den Dornengleiter. In Mario Kart 7 geht es nicht nur hoch hinaus in die Lüfte, sondern auch tief hinunter. Ins Meer, in den See, wie auch immer. Unter Wasser. Action ist also auch garantiert. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, das Kart sich selber zusammenzustellen. Man kann hier die Teile wählen. Alle Teile haben andere Stats. Und wir haben hier Gleiter, Bereifung und den Kartteil selber. Einiges dabei. Sieht sehr lustig aus. Yoshi-Ei. Karacho 7. Die werden wir nach der Zeit alle mal begutachten. Ich fahre mit der Zusammenstellung. Strecken will ich noch keine auswählen, denn wir fahren ausschließlich online. In Schlacht Braunschlacht ist wieder dabei, lokal natürlich, und hier seht ihr Mehrspielermodus. Online Version 1.1 hat einen Patch gegeben, wo Abkürzungen gefixt wurden. Davon betroffen waren Wuhu Bergland, Wuhu Rundfahrt und Gewehr ab aus Castle 1. So, hier jetzt aber. Der Mario Kart Kanal. Und zwar Ranking Points. Mit 1000 fängt man an. Wir haben momentan 7217. 20 bekommt man ungefähr für einen Sieg. Mit welchem Bild machen können, wie oft dass ich schon gefahren bin. Siege! Wir haben bereits gewonnen. 2657 Rennen. Ja, schön wär's. Und zwar wird das so gezählt. Pro ersten Platz bekommt man 7 Siegpunkte. Und 0 Niederlagenpunkte, Platz 2 gibt 6 Siegpunkte, 1 Niederlagenpunkt und immer so weiter, irgendwo gibt es dann einen kleinen Sprung. Und für den letzten Platz 0 Siegpunkte, 7 Niederlagenpunkte. Und wieder mit dabei, wie bei der Super Nintendo Version, die Münzen. Die haben aber diesmal einen anderen Effekt. Nicht wie damals, dass man die Münzen gesammelt hat, um Crashes zu überleben. Hier braucht man die, um schneller zu fahren und, wie ihr bereits gesehen habt, um Kartteile freizuschalten. Aber das Wichtige ist, um schneller zu fahren, denn das ist sehr, sehr wichtig, dass man immer viele Münzen hat und 10 sind das Maximum. Na gut, dann kann man halt hier einige Spielereien noch vornehmen. Aber gehen wir gleich mal direkt in den Online-Modus. Und schauen, dass wir einer Gruppe beitreten, um unser erstes Rennen bestreiten zu können. Ich fahre mit dieser Kombination Toad. Dann Bienenmobil, Holzreifen und den Standardgleiter. Ein Datenübertragungsfehler, das fängt gut an. Die können zwischendurch einfach mal auftreten. Einfach das Time Limit abwarten oder Home-Taste drücken, Spiel beenden, Spiel neu starten. Wir probieren es nochmal, nächster Versuch. Wartezeit habe ich rausgeschnitten, man wartet. Gute Frage, 3 Minuten oder so? 2 Minuten, 3 Minuten, ich weiß es nicht. So, auf geht's ins erste Rennen. Wen haben wir denn da? Ja, 3 Leute aus den Vereinigten Staaten, 2 Italiener, ein Japaner, ein Franzosen, Punktefeld.
Eher auf der niedrigen Seite vertreten. Welche Strecke wählen wir? Wo, das geht schnell. Wir wählen die Chichi-Bucht. Ja, yeah, und die kommt auch gleich. Perfekt. Also gut, super Start gibt es natürlich in dem Spiel auch wieder. Und zwar muss man, wenn man die 2 komplett sieht, auf die Gastaste drücken und gedrückt halten. Und zwar jetzt. Dann kriegt man einen Superstart. Es gibt jetzt auch einen kleinen Unterschied. Es gibt 2 verschiedene Superstart. Einen guten, wo man das Timing wirklich perfekt getroffen hat. Und einen mittleren. Ja, der Unterschied ist zwar nicht so groß, aber ich finde es mal toll, dass da überhaupt was eingebaut wurde. Ja, ich bin das jetzt schon eine Ewigkeit nicht mehr gefahren. 3 Monate ist es schon her. Also am Anfang wird ein bisschen Gewöhnungszeit vonnöten sein, um wieder reinzukommen. Aber trotzdem sind wir schon mal gut gestartet. Und sind auch direkt auf dem ersten Platz. Haben auch schon die maximale Anzahl an Münzen, nämlich genau 10. Ja, ansonsten, hier haben wir, wie gesagt, schon die erste Neuerung. Mit dem Tauchen, die ist wirklich super gelungen. Macht jede Menge Spaß. Und es gibt Unterschiede, sowohl von der Geschwindigkeit in der Luft, als auch an Land, sowie unter Wasser. Das gibt natürlich noch viel mehr an Taktikmöglichkeiten. Okay, wir werden da fast eingeholt, aber wir sind noch immer vorne. Oh, wir hatten eine rote, jetzt müssen wir ein bisschen konzentrieren. Ja. Dieses Kart und auch Toad, die Fahrer haben auch natürlich 3 verschiedene Werte, sind mehr oder weniger spezialisiert auf Unterwasser. Und zwar bringen hier die Holzräder wirklich sehr, sehr viel Unterwasser an Geschwindigkeit mit. Und wir können hier den ersten Platz mal erfolgreich nach Hause fahren. Super gelungen auf unserer Heimstrecke. Wir haben bekommen... Oh je, vergessen. 19 Punkte? Nein, 20. 82 hatten wir. 20 Punkte, also schon mal ein perfekter Start. Was wird uns im nächsten Rennen erwarten? Welche Strecke wird es da geben? Ja, über Mario Kart 7 gibt es natürlich auch viel zu erzählen über die Strecken. Sie sind einfach nur super geworden, kann ich nur sagen. Es ist einfach traumhaft. Vom Design her, vom Aussehen her, vom Fahrerischen her, von den Möglichkeiten. Also ich bin einfach nur begeistert gewesen und bin es auch immer noch. Tja, das mit den Abkürzungen. Das wurde gefixt, viele freuen sich darüber und ich muss sagen... Bezüglich der Fairness ist es auf jeden Fall eine ganz tolle Sache. Aber auf Wuhu Bergland, das werden wir noch sehen, die Strecke später, muss ich schon sagen, bin ich ein bisschen traurig darüber, dass die weg ist. Denn das war so eine Strecke, wo man mit der Abkürzung sehr, sehr viele taktische Sachen vornehmen konnte bezüglich des ersten Items. Weil man verliert ja nach der Abkürzung, weil man ins Wasser springen muss. Das Item kommt oben raus. Viel weiter vorne. Und das war damals halt was anderes. Tja, jetzt ist es so. Mal sehen, wie es werden wird. Und der ladet mir schon verdammt lange hier. Ich werde ab dem nächsten Mal die Ladezeiten auf jeden Fall rausschneiden. Denn das ist wirklich sehr, sehr lange. Ja, mit der Zeit werde ich auch natürlich auf die Strecken genauer eingehen. Auf spezifische Feinheiten, natürlich auf die Fahrer, auf deren Vorteile, auf deren Nachteile. Also ist jede Menge mit dabei. Vom Fliegen her wird natürlich auch einiges dabei sein, noch kommen.
Wow, das hat hier ewig gedauert, bis der jetzt da das Rennen zusammengestellt hat. Also, ich wurde anscheinend einer neuen Gruppe zugeteilt. Mit einem 2.8000er, 2.6000er. Also, wow, schon wieder. Ja, nehmen wir mal Daisyhausen. Okay, die spielen random. So, eine neue Strecke. Das ist die zweite im Pilz Cup. Und ich kann nur sagen, die ist wirklich sehr, sehr toll. Nicht nur von der Musik her, nicht nur von der Umgebung, sondern auch von den Objekten, von der ganzen Atmosphäre. Also, die ist wirklich super gelungen und wir dürfen gleich als erster losstarten. Ich habe mal die erste Kurve. Wir werden da gleich überrempelt. Was ist da los? Oh, das hört sich nicht gut an. Ui, aber es hat den hinteren getroffen. So, Münze Nummer 1. Und es gibt eine super Neuerung. Aufgrund der Münzen kann man jetzt auch den letzten startenden Spielern auch einen kleinen Vorteil verschaffen, um im nächsten Rennen weiter nach vorne zu kommen. Nämlich, der erste bekommt 0 Münzen beim Start, der zweite eine und immer eine mehr. Oh, der hat eine blaue. Also, okay, Blue Dodge, komm schon. Oh, viel zu früh. Man merkt wirklich schon, dass ich das schon lange nicht mehr, oh, gespielt habe. Sind schon über 3 Monate her. So, also Platz 8 bekommt nämlich dann schon sogar ganze 7 Münzen. Und das verschafft wirklich einen extremen Vorteil, um dann im Endergebnis eine gute Platzierung zu bekommen. Nein, ach herrje, jetzt bin ich auch noch letzter als Siebter. Und wenn man runterfällt, kann man einen Turbostart genießen, indem man, wenn man aufkommt, kurz nachher, nach dem Aufprall, die Gastaste betätigt und auch hält. Ich glaube, jetzt werde ich hier ziemlich losen. Wir sind schon zu weit vorne. Ich habe auch 0 Münzen, also das ist für die letzte Runde immer sehr, sehr schlecht. Scheiße. Oh yeah. Tja, und so sieht man, wie ein Fehler sehr, sehr vieles auch ruinieren kann, aber den könnten wir noch holen, jawohl. Und Vierter immerhin. Nicht so schlecht. Puh, für diese Ausgangsposition ein super Ergebnis. Tja, weiter geht's nächstes Rennen. Kann nur besser werden. Was gibt's zur Strecke zu sagen? Die Ziegen sind einfach nur top involviert in die Strecke. Also sehr, sehr schön gemacht. Nehmen wir jetzt auch noch Toads Piste vom Pilz Cup. Dann werde ich euch einfach mal die ganzen Strecken so nach und nach zeigen. Und wir sind im Special Cup angelangt, DK Jungle, die erste Strecke dort. Leider sind wir nur mal zu dritt, die anderen sind geschieden nicht. Finde ich schade. Und ich kann nur sagen, gegenüber der Wii-Version, die von Mario Kart 7, aber Mario Kart Wii, haben die Ereignisse hier schon deutlich abgenommen. Also es kommen nicht mehr so viele Stachelpanzer, nicht mehr so viele Blitze, rote Schildkröten und was der Teufel noch so alles das Spiel hergibt. Da kommt jetzt nicht mehr so viel, Gott sei Dank. Die Rennen sind schon um einiges fairer und meiner Meinung nach eins der besten Änderungen hier, abseits vom Tauchen und Fliegen, ist die Sache, dass am Touchscreen die Items der anderen Spieler gezeigt werden. Das ist wirklich top. Ah, er hat uns gar nicht getroffen, perfekt. Und so kann man wirklich sehr, sehr gut taktische Vorkehrungen treffen, wenn ein Stachelpanzer bei einem anderen Spieler am Start ist. Wenn jetzt zum Beispiel ein Blitz bei einem Spieler
abgefeuert werden kann. Und eins der tollen Sachen ist nämlich, jetzt mit Stachelpanzer kann man selber, wenn man ihn hat, auch taktische Vorkehrungen treffen. Denn die Spieler lassen sich meist zurückfallen, wenn sie sehen, oh, der hat einen Stachelpanzer. Und wenn man den jetzt nicht gleich abschießt und sich den aufbehält, kann man gut auch so nach vorne kommen. Und dann kann man auch, wenn man ein bisschen Glück hat, Erster mit einem Stachelpanzer sein. Nur dann kann ich nur empfehlen, feuert den nicht ab. Natürlich habe ich es probiert. Man wird selber getroffen. Aber wirklich, oh yeah, fast einen Fehler gemacht. Sehr, sehr interessant. Es kommt eine rote Schildkröte. Setzen wir noch einen Pilz ein. Jawohl, perfekt aufgehoben. Und da sind wir im Ziel als Erster. Super gelaufen. Wie viele Punkte bekommen wir? 11 immerhin. Und weiter geht's. Auf zum nächsten Rennen. So, jetzt wählen wir nochmals Toads Piste. Mal sehen, was jetzt kommt. Einmal random oder unsere Strecke. Vom GameCube ist noch Dino Dino Dschungel dabei. Und wir treffen auf die Wuhu-Rundfahrt. Eine gefixte Strecke, wo es kurz vom Ziel eine Abkürzung gab, die 5 Sekunden circa erspart hat, vielleicht mehr, ich weiß es nicht mehr. War es wirklich taktisch nochmals einiges an Leben reingebracht hat, das wurde jetzt rausgenommen. Ja, schade. Viele freuen sich darüber. Ich kann nur sagen, ich habe die Abkürzung geliebt, weil ich wirklich selber entscheiden konnte. Bringe ich die Münzen sicher nach Hause? Oder nehme ich die Abkürzung und schaue, dass ich nach vorne komme? Vor allem auf Platz 1 konnte man natürlich dann auch auf die Karte schauen. Muss ich die Abkürzung nehmen? Ja oder nein? Jawohl, beide mitgenommen. Ich habe natürlich nicht auf die Karte geschaut. Erst wie Daisy vom Gas gegangen ist, habe ich gewusst, da muss was daherkommen. Und was das Beste ist am Stachelpanzer, er trifft nicht nur den ersten, sondern er trifft auch jene, die auf dem Weg von ihm berührt werden. Also, er hat deutlich mehr Sinn für einen, der weiter hinten ist, denn der rammt alles nieder. Oh, die war blöd abgeschossen. Ja, es kommt eine rote und ein Stachelpanzer ist am Start von Daisy. Also ausweichen, ja, ihr habt's gesehen. Der hier weicht schon aus. Der versaut's komplett. Ja, das könnte es werden, wenn Wario nicht drei so. Oh je, Bob-Bomb. Na toll, ich Idiot. Der war sowieso aus der Gefahr. Ach, geht sich aus. Knapp aber doch. Puh. Mit nur 3 Münzen im Ziel. Auf Rundfahrt ist es halt so, dass man nicht allzu viele Münzen zusammenbekommt. In der Regel. Außer man startet jetzt weiter hinten, hat schon mehr vom Start dann. Hat dann Glück, gleich am Anfang nach vorne loszustarten und durchzubrechen. Und als Erster dort alle Münzen einzusammeln. Da kann man sich dann auch einen großen Vorteil verschaffen. So, wen haben wir diesmal dabei? Ja, jetzt wird schon besser, ein paar 8000er, ein paar 7000er, 6000er, also Kontopunkt gemischt. Warten wir, bis alle noch die Strecke fertig gewählt haben. Und wie ihr seht, Lakito ist auch dabei, den kann man auch freischalten, den Schiedsrichter selbst. Und der ist auch gar nicht schlecht, also der ist wirklich ein toller Fahrer. Ich glaube, die gleiche Gewichtsklasse, hat die gleichen Daten wie Toad. Und somit auch ein sehr, sehr brauchbarer Fahrer. Okay, wir starten als Erster. Gebirgspfad. Wir sind, glaube ich, im Sterncup.
oder Flower Cup die letzte Piste. Ich glaube Stern Cup. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist das auch eine tolle Strecke. Oh, 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 oh. Eine Feuerblume. Die ist auch neu in dem Spiel. Gleich wie Lucky 7, da bekommt man 7 Items auf einmal, immer die gleichen. Wo ein Stern und ein Pilz dabei ist, was die brauchbaren Dinge sind. So, und jetzt stürzen wir hinab, um mehr Geschwindigkeit aufzubauen. So, hier keine Münze mit. Oh, ich wollte die unbedingt haben. Jawohl, und da ist was ausgerutscht. Dann nehmen wir die zwei mit. Unbedingt aufpassen, von keinem Stein getroffen werden. Ah, genau, hier was besser unten durchzufliegen. Und hier rüber. Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Oder war es besser, auf der Sprungschanze einen Stunt auszuführen? Okay, ist das lange her schon wieder. Aber trotzdem sind wir gut dabei auf dem ersten Platz. Na, die Schildkröte hat Rosalina vielleicht sogar ausgebremst. Zwar nicht getroffen, aber sie musste stark die Richtung ändern. Ah, durch den Baum kann man durchfliegen. Ich glaube nicht durch alle, oder zumindest nicht, wenn man weiter unten ist. So, wo kommt der Stein runter? Ja. Oh nein, blaue Schildkröte. Ah, schlecht ausgeführt. Ich wollte oben am Beschleunigungsfeld landen. So, hier unten durch. Wo, 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 wo. Mach keinen Fehler, Toadie. Okay. Was steht uns jetzt zur Verfügung? Soll ich warten auf eine blaue? Oder soll ich selber in die Hand nehmen? Ich werde es, glaube ich, selber in die Hand nehmen müssen. Nein! Jetzt garantiert! Scheiße! Oh, dass die so ein Glück hat. Boah. Okay, die ist zu weit vorne. Ich glaube, das geht sich nicht mehr aus. Kampflinie fahren, schnell, schnell, schnell. Nein, sie muss schon von dem Stein getroffen werden. Aber fahren wir sicher nach Hause. Platz 2. Und so schnell geht's. Die Banane hat uns den ersten Platz garantiert gekostet. Die war auch perfekt gelegt. Oh, wie nett. 5 Japaner sind dabei. Okay, das Feld ist gleich geblieben. Und wir nochmals Toads Piste. Toads Piste wird ja eher, ja, sag ich mal, qualitativ nicht so hochwertig gehandelt. Natürlich auch die Einführungsstrecke, die erste Strecke. Aber mir kommt vor, es ist nicht so hart wie bei Luigis Piste, dass es irgendwie so eine Glücksstrecke ist. Man muss schon taktische Vorkehrungen treffen, um da erfolgreich zu sein. Man hat auch gesehen auf Toads Piste in der Vergangenheit, dass wirklich die, die jetzt gut taktisch drauf waren, sowohl als auch fahrerisch, dass die immer vorne dabei waren, auch auf der Strecke. Natürlich kann es Pech geben und man landet, oh yeah, auch als Letzter. Das kann schon passieren. Aber ansonsten sind meistens immer die vorne, die sonst auch immer gut dabei sind. Ja, gut dabei sind wir noch nicht, aber als Runde 1, gechillt, sammeln wir hier mal die Münzen ein, in diesem Wasserabschnitt. Der Stern ist übrigens nicht mehr so schnell wie ein Pilz. Das wurde geändert. Wow. Er fährt jetzt ein bisschen langsamer, dafür hat man den Vorteil, dass man unbesiegbar ist. Und halt noch ein Item wieder aufnehmen kann. Ja, Position Buckets wurden die halt nicht getroffen. Ich werde gleich noch einen Stern einsetzen. Komm schon, es geht sich aus darüber. Oh ja, aber knapp. Da musste ich jetzt sogar noch hüpfen. Ah, Scheiße, ich hab's gesehen. Oh nein. Und nur noch 2 Münzen, komm schon. Oh, unbedingt Münzen. Sie fährt innen, fahre ich außen. Um Münzen zu bekommen. Was ist am Feld vertreten? 2 Superpilze, ein normaler Pilz, nichts, was uns gefährlich werden könnte. Eine blaue Schildkröte, die hat einen Baumbaum.
Also es läuft nicht schlecht. Da vorne ist auch schon der erste. Aber ob das noch was wird, ich weiß nicht. Ich hätte alle drei gebraucht. Schade. Und Windschatten ist natürlich auch wieder dabei. Der gibt einen Mörderboost. Ja, und ihr seht schon, ich werde hier brutalst attackiert. Warum? Weil mein Kart eben, meine Zusammenstellung nicht die schnellste ist. Ist beschleunigungsbasiert und auf dieser Strecke nicht so optimal. Ach, je, fahre ich da noch rein. Ja, mehr als der dritte Platz wird sich nicht ausgehen. Es sind eben andere Zusammenstellungen besser. Oh, die hat sogar getroffen mit der grünen. Ich bin beeindruckt. Die blaue geht auf ihn. Und wir sind Dritter, hoppla! Da fällt uns glatt der Touchscreen auseinander. Ach, da ist er wieder. Letzte Strecke noch, die wir in diesem Part fahren werden. Hoffen wir auf einen guten Abschluss. Und dann ist diese erste Session mal beendet. Mal sehen. 1.000 hat geliefert anscheinend. Welche Strecke wählen wir noch? Nehmen wir die Regenbogenstrecke auf dem Super Nintendo. Vielleicht haben wir Glück und sie kommt. Jawohl! Sie kommt! Eine meiner Lieblingsstrecken zu der damaligen Zeit. Es war nicht viel Platz auf der Regenbogenstrecke in der Super Nintendo Version. Das wurde hier deutlich verbessert. Und, naja, deutlich, aber im Vergleich zur alten schon deutlich. Da war es noch viel extremer. Tja, was haben wir sonst noch? Oh nein, oh nein. Ich finde wirklich episch, dass die reingenommen wurde in diesem Mario Kart 7. Und da drängt uns Ware auch gleich ab, weil wir ein Leichtgewicht sind. Oh ja. Nein! Und der schupft uns runter, der Metal Mario, so ein Fiesling. Es ist schon toll, wenn man von Anfang an vorn dabei ist, denn man kann hier sehr, sehr schwer aufholen ohne blaue Schildkröte. Zumindest wenn man an den ersten Platz ran will. Na, im richtigen Moment noch eingesetzt den Blitz, denn einer hat schon eine Rakete gehabt. Die anderen halt noch so einen Pilz, aber die Rakete war schon wichtig, die mal außer Gefecht zu setzen. Stunts hier an den Wellen ausführen. Jawohl. Und? Der muss treffen! Oh, viel zu weit. Schade. Natürlich kann man auch die Fragezeichenbox mit dem Tanuki-Schwanz hier wegschießen. Die hat zwei rote. Der Tanuki-Schwanz geht perfekt aus. Und wir bekommen nur einen Pilz. Ich bleib hinten. Und geh auf Nummer sicher, wollte ich sagen, um auf das letzte Item zu hoffen. Und jetzt ist leider alles verspielt. Und das kann man wirklich auch sagen auf der Rainbow Road. Es kann alles passieren. Man kann von ganz hinten nach vorne kommen. Dafür braucht man sehr, sehr viel Glück. Und kann auch von vorne in der letzten Runde sehr, sehr leicht auf den letzten Platz gelangen. Also gut, das war's hier mit dem ersten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns gleich im Anschluss wieder zu Part 2 von Mario Kart 7 Online. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Verpasst die nächste Folge nicht. Bis dann.